Willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays und Kingdom Hearts Burst by Sleep. Zuletzt haben wir die Welt von Don Röschen vorerst beendet, noch nicht abgeschlossen. Und haben drei weitere freigeschaltet. Aschenputtel, Schneewittchen und ja, irgendeine Arena, die ich noch nicht kenne. Da steht aber auch keine Levelanforderung, deswegen würde ich eigentlich hier auch mal zuerst gucken. Ich bin ja eigentlich immer ein Fan von Arenen gewesen. Bei Overlord war auch cool. Da hatte man auch immer Potenzial, wieder hinzugehen. Ich finde es auch ganz gut, dass es eine neue ist und nicht wieder der Olymp. Das wäre auch ein bisschen ausgelutscht gewesen. In der Mirage Arena stehen mehrere Spielmodi zur Verfügung. Arena, Kommandobrett und Karambolagerennen. Ach, die Rüstung, die ich mir am Anfang gemacht habe, war für die Arena gedacht. Kupu! Gruppenvita, steh auf, Männchen. Also in der Arena kriege ich wahrscheinlich Medaillen, die ich mir für neue Sachen freischalten kann. Und Items. Interessant, interessant. So, das Kommandobrett habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Das würde ich jetzt ungern machen. Arena Stufe 1. Achtmal oder mehr, was? Fünfmal oder mehr. Bonus-Herausforderung. Mhm. Heißt, ich muss fünfmal das gleiche machen. Naja, ich bin mal gespannt. Gibt da hier auch keinerlei Tutorial. Was ich schon an den Schattenloschen gehasst habe, ist, dass sie immer im Boden verschwinden und dadurch nicht angreifbar sind. Okay, im Gegensatz zu der Unterwelt und Olympia-Arena kriegt man hier für die Gegner auch noch Taler. Vier Stück hatten wir jetzt insgesamt von den Typen. LOL! Ich hab doch gar nicht vier Attacken abgekriegt. Aha, okay. Heile dich fünfmal oder seltener. Vier Runden, das war die Runde 2. Na gut, vielleicht sollte ich damit auch erstmal noch warten. Dann gucke ich erstmal wieder zur Weltkarte zurück. Und fliege mal zur nächsten Welt. Das müsste ja jetzt Aschenputtel gewesen sein vom Level her. Alle Schätze, aber mir fehlt ja trotzdem noch ein Sticker. Krass, dass mir das trotzdem anzeigt als 100%. Aber vielleicht ändert sich das ja auch nochmal, weil ich momentan vielleicht gar nicht rein kann. 100% von dem, was ich erreichen konnte, habe ich erreicht. Das kann sein, ja. Is something wrong? It's just that my friends made me the most beautiful dress, but my stepmother and stepsisters ruined it.
And I was so looking forward to the ball. Darkness always finds a way into a wounded heart. You have to be strong. Strength of heart will carry you through the hardest of trials. But I... Unversed! Gar nicht mal wenig. Mist, da fällt mir ein, ich habe doch eine neue Waffe bekommen, die wollte ich mir doch noch angucken. Mal gucken, ob ich noch Start drücken kann, bevor der Kampf losgeht. Nee. Wo ist sie hin? Eben saß sie doch da noch. Wieder lag. Wow. Dass das immer so lange laufen muss. So, ich glaube, die kriegen jetzt auch Erfahrung. Irgendwas hatte ich mal gelesen, oder? Die Fähigkeiten steigern sich. Take that! Win! Was haben wir denn hier? Ganz kleine. Erinnert mich so ein bisschen an die mit den Eiern. Wobei mit den Ohren. Das erinnert mich eher doch an einen anderen Typ noch. Peter erhalten. Win! Oh, was ist denn das? Ach, das war das, was ich irgendwie kriege, wenn ich. Genau, wenn ich in dieser Form bin. Im D-Link. Jetzt hat er wenigstens ein Item schon mal hast. Wenn man den Abschluss-Kombo hinkriegt. Irgendwie so war das, glaube ich. Strength of heart is important, but that's not all you need. There's nothing left to believe in. Nothing. Nothing, my dear? Oh, now, you don't really mean that. Oh, but I do. It's just no use. Nonsense. If you'd lost all your faith, I couldn't be here. And here I am. Oh, come now. Dry those tears. You can't go to the ball looking like that. Ball? Oh, but I'm not. Of course you are. But we'll have to hurry. Die weiße Fee. Now, what were those magic words? Oh, yes. Bibbidi bobbidi boo. Bibbidi bobbidi boo! It's a dream come true. Yes, but like all dreams, I'm afraid this can't last forever. You'll have only till midnight, and then on the stroke of 12, the spell will be broken, and everything will be as it was before. Yes, I understand. Ich nehme ja immer noch an, dass die Stories von Whisper Sleep nicht so lang sein wird wie bei Final Mix. Her heart was full of light. Why didn't I see it? What did you do? I can hardly tell she's the same person. Who are you? Tara.
Terra, in your heart, do you believe that dreams can come true? I do. But I also believe you have to make an effort to make them come true. Yes, of course. But sometimes just believing in dreams is easier said than done. Cinderella believes her dreams can come true. I wanted her to see that she is right. So that's what made her shine. Faith in her heart that anything is possible. Where did she go? To the royal ball at the palace. Go, and when you see her dancing, you'll know that she believes, and that will help you to believe too. Die Story von Dornröschen, die ging ja auch super schnell und ich kann mir nicht vorstellen, wie lange das hier dauert. Wahrscheinlich auch nur eine Viertelstunde. Beziehungsweise mit Bosskampf nochmal eine Viertelstunde. So, da fällt mir ein. Items. 3-1, 2-3. Ist wirklich mehr auf Magie ausgelegt. Haltet sich frei, wenn du Eiskommandos einsetzt. Ach so. Wo habe ich denn eigentlich Eis eingesetzt? Bestimmt in irgendeiner Form. Boah, so viel Neues. Oh Gott, wie viel gibt's denn da? 300 Medaillen, 9999. Kommandobrett. Habe ich doch aber schon mindestens 2 gewonnen. Aber wahrscheinlich zählte das nicht, weil ich vorher noch nicht das Buch hier freigeschaltet hätte. Sehr ärgerlich. Aber gut, man macht das ja wahrscheinlich eh 1000 Mal. Es ist nur so ein Minispiel, was halt ewig dauert. Ihr wisst das ja selber, wie lange man an einer Monopoly-Runde spielen kann. Was war das? Schreckspindel. Ach, wird der Boss sein, ja. Hasshase. Ach, sag bloß, ich habe wieder einen Sticker bekommen. Nee. Das ist nur die Gesamtheit, die hochgezählt wurde. Was ist hier neu? Ach, die Arena. Deswegen gab es keine Einleitung, weil das alles hier ist. Okay. So, hier darf ich wahrscheinlich nicht lang. Doch. Hier müsstest du ja eigentlich zu dem kleinen Dörfchen gehen, genau. Zu dem Anwesen. Und Cinderella. Muss ich auch nochmal irgendwie in die Dings gucken. Thunder. Heal. Ah, sie kann ich also nehmen, wenn ich auch heilen will. Sehr gut. Habe ich mir aber auch schon fast gedacht, weil ich gesehen hatte, dass sie Magie ist. Oh, das war heftig. Ta, hatte ich recht. Und dann kriegt man die Dinges. Magie-Deflektor. Leitkegel. Ach, scheiße. Donnerwetter. Sah irgendwie aus wie ein... Ja, zum Anvisieren irgendein Item. Hier ist nichts. Feinde. Nein, ist nicht gefährlich. Nicht verwandeln, okay.
haben wir denn hier? Hoppelnde Schuhe. Also es sieht zumindest aus wie ein Schuh. Level up und Magie gestiegen. Und ich bin im Rage Mode. Und einen Heiltrank bekommen. Gegner. Okay, wenn die Leiste voll ist, dann macht er auf jeden Fall seinen Finisher. Das heißt, wenn ich warte, dann geht der Rage Mode vielleicht gar nicht weg. Er geht ja dann immer runter, wenn man jetzt nicht kämpfen würde. Wieder ein Item, Heiltrank. Das wird die Karte bestimmt sein. Yes. So, haben wir hier noch irgendwelche Items? Nein, ich wollte nicht die Videosequenz auslösen. Ich wollte doch erst speichern. Ein Wunder, dass wir noch nicht angegriffen haben. Not here too. I'll take care of them. You wait right here. Please, may I go with you? I so want to get to the ball. All right. But stay behind me, or you'll get hurt. You're not worried? Didn't you tell me it was important to stay strong? Oh. I guess I did. So, you ready? Yes. Nein, nicht rein, ich wollte speichern. Wir sind doch schon bei 18,5 Minuten. Und meistens ist es bei Kingdom Hearts ja immer so gewesen, dass so in 15 bis 20 Minuten Rhythmus die Speicherstände sind. Das heißt, wenn ich den jetzt nicht nehme, dann wird die Folge ja mindestens 30 lang. Das muss ja nicht sein. Es geht ja gut los hier. Take that! Here! Ha! Hood! Here! Take that! Ha! Mal gucken, was passiert, wenn die Gegner tot sind. Ah, kommen gleich neue. Here! Ha! Take that! Locken und Schall... Sie rennt einfach weiter. Ich will raus. Oh, schnell, ich bin im Rage-Mode. Okay, obwohl ich jetzt gewartet hatte und die Leiste wieder runtergegangen ist, hat er trotzdem den Finish-Move gemacht. Also kann ich das nicht so leicht ewig anhalten. Ha!
geht ja noch weiter. Okay, die Schuhe können in den Modus gehen, wo sie nicht mehr angegriffen werden können. Jetzt wartet sie oder was? Eben ist sie ständig vorgerannt. Konterstoße halten. Blocken und kontern. Abwehrkonter sind Gegenangriffe, die nach erfolgreicher Abwehr eines gegnerischen Angriffs erfolgen können. Nach erfolgreicher Abwehr löst du den Gegenangriff mit X aus. Abwehrkonter kannst du unter den Abwehrkommandos konfigurieren. Mhm. Das war in der Kommandoliste diese zweite Zeile, wo ich ja auch erst mich gewundert hatte, was da ist. Sind ja kaum welche da. Ein Mann und zwei Frauen. Oh, thank you, Tara. Thank you, Tara. Maybe just believing is enough. But who is she, Mother? Do we know her? Well, the prince certainly seems to. I've never seen her before. Nor I. But she certainly is. Wait. There is something familiar about her. Unversed. Tell me, how do I get up there? There is a passage beneath the foyer staircase. Thanks. Supertrank. Vielleicht habe ich jetzt die Chance, auch rauszugehen. Ich kann raus. Ach ja.
Die Items wäre man ja gar nicht rangekommen, wenn man hier nicht nochmal her ist. Ha. Genau deswegen wollte ich vorhin auch noch in die andere Ecke gucken, bevor ich speichere. Na bitte, jetzt haben wir endlich den Speicherpunkt und, naja, 26 Minuten. Ein bisschen länger als sonst, aber naja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss.